Moin Moin, da sind wir wieder. Oh, ich muss das Mikro noch holen. So. Okay. Ja, wir wollen nicht so viel Zeit verlieren jetzt. Ich hoffe, das hat alles geklappt. Okay, dann wollen wir mal fortsetzen. Ah ja, genau. Wir waren bei dem Psycho da. Ja, genau, wir haben ja knallhart den Rambo gespielt, sind einfach durchgerannt. Wir laden einfach das letzte, was wir hier hatten. Da sind wir noch nicht in die ganzen Bomben und so reingelaufen. Ja, das ist ein richtiges Safe Game. Muss es das hier gewesen sein? Hier? Ach so, es ist Autospeicher. Ich bin auch doof. Ja, dann muss es das hier gewesen sein. Ja, genau. Genau, wir hatten ein bisschen Pistolenmunition dabei, Flintenmunition dabei. Ach genau, wir haben sogar die verbesserte, die gerade da drin ist. Genau, die beiden Karten, um da reinzukommen. Aber wir haben, glaube ich, auch noch nicht die. Bringt uns eh nicht so viel. In 40, aber genau, da bräuchte man 9. Ich glaube, die 9 haben wir auch noch gar nicht. Ja, wir haben erst 8. Okay, ja, dann müssen wir mal das Kraut kann man auch zur Not auch so nehmen. Wir haben noch ein paar dabei. Waldmittel, um jetzt zur Not noch mal irgendwie was herzustellen. Munition. Ja, wir müssen mal einfach hoffen, dass wir da jetzt nicht zu viel Munition verbrauchen. Viecher, die draußen waren, die haben wir ja noch aus dem Weg geräumt. Glaube ich jedenfalls. Ah, Prinz Zeitabu ist da. Moin. Superfreundlich ist auch da. Moin, moin. Ich hab auch mal wieder das obligatorische Brot. Jedes Mal ist es kein Brötchen. Das ist ein Brot. So ein kleines bisschen erinnert er mich an Mimon gerade. Gerade wo er so nah an der Kamera dran war. Schau doch mal her, was ich habe. Wozu das gut ist? Weißt du, was Zoe damit anstellen will? Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das genau hier ist besonders. Weißt du, Ethan? Ach. Nicht jeder will gerne. Ja, mir geht's super. Zurückdrehen! Was? Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. So ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat.
Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also? Also, Ethan? Ethan? Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Scheiße! Ja, er sagt Scheiße. Ich muss noch mal ganz kurz was schauen. Hier zu gehen, das hatte er letztens mal Dennis, glaube ich, gesagt. Über mal im Kanal zu checken, dass da auch noch dran steht, Inhalt für Erwachsene oder so. Ah ja, Häkchen ist noch dran. So. Ich weiß noch nicht genau, wie weit wir das Spiel kriegen. Aber wenn ihr Bock auf irgendwas Bestimmtes habt, wir müssen auch nicht ein Spiel durchspielen und dann erst das nächste. Wir können das auch ein bisschen freier handhaben. Also. Bin da offen. Wir können auch nichts. Ah? Oh, bitte. Ich mag den Sound. Wo kommt der Sound nicht? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Prinz Haitabu keine Coins mehr hat. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber episch darf nicht kaputt sein. Guck mal. Die Scheiße war episch. Nee, also das scheint zu gehen. Also entweder hast du irgendwie ein Leerzeichen da noch dran gehabt oder so. Aber Disney Dreamlight Valley, aber hab noch vieles. Ja, das Problem kenne ich. Das Problem kenne ich nur zu gut. Man hat Bock auf irgendwas Bestimmtes. Aber man hat aber halt auch noch ein paar andere Dinge. Also, es ist halt so dunkel gerade. Hat er nicht normalerweise immer so eine Taschenlampe dabei? Achso, man sieht halt echt nichts. Was wahrscheinlich auch Absicht. Meine Kohle ist weg, die Sounds müssen gratis werden. Oh. Ah, okay. Ah, ich glaube, die haben wir mal die haben wir letztes Mal irgendwie versucht zu kreuzen, das ging aber gar nicht. Aber der hier ist auch zu nah. Ich glaube, das ist tatsächlich mal einer, den wir manuell auslösen müssen. Ich habe gerade gedacht, ich hätte gute Munition verschossen, aber nein. Also zum Glück. Oh. Da ich mich aber verjagt gerade. Ich hätte gedacht, der passt da drunter durch. Was sparen wir uns? Die HP oder die Munition? Moin, Dennis. Opfern wir mal ein Kraut. Genau, das habe ich letztes Mal gemacht, diese Kiste kaputt zu hacken. Die geht auch in die Luft. Um ihre Videos zu pushen, um ihre Likes zu pushen, um ihr Zeug zu pushen.
Nee, die Kiste da, die geht in die Luft. Ja, ich muss es mir abgewöhnen, mich zu erschrecken. Ich habe zum Beispiel, wo wir hier Thema andere Spiele hatten, ich habe vor einer Weile zum Beispiel mal dieses Digimon-Spiel angefangen. Das war echt ordentlich. Frage, was hätte man, hat man damit den Sprengsatz da in die Luft gejagt oder ist da oben auch noch eine? Das sieht so ein bisschen danach aus. Wäre das der da gewesen? Ah, da oben ist auch noch einer. Ach, hier ist sogar eine Lagerkiste. Vielleicht damit man sich jetzt nochmal auffüllen kann. Das. Falls einem die Muni ausgeht oder so. Ha? Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal, man weiß nie. Sterben wir jetzt hier? Das ist nicht nett. Wir haben jetzt alle zurück in die Zukunft Filme gesehen und die waren geil. Ah, okay. Wer hat da uns noch gegeben? 061? Ich muss das Passwort herausfinden. Viele Kisten. Ich will halt auch jetzt nicht irgendwie. Aber vielleicht ist da was Gutes drin. Aber man weiß auch nicht, ob da eine. Ja, genau, die da explodiert nämlich. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. So, einige von denen fliegen in die Luft, die anderen nicht. Hat sich ja mächtig gebracht. Passt zum Herbst. Ja, ein bisschen schon, ne? Ja, wir können uns ja auch ein bisschen Abwechslung gönnen. Also wir können auch nächstes Mal irgendwie wieder ein bisschen was Pixeligeres spielen. Mal wieder was vom Super Nintendo oder so. Mit Invaders. Hier, und du hattest mir eigentlich dieses Cult of the Lamp oder sowas noch gegeben. Das muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Ja, wir haben auf jeden Fall reichlich Spiele, die man mal spielen kann. Also,
Mega Man, oh, da bin ich aber auch richtig schlecht, ne? Also. Mega Man ist nämlich auch so ein Spiel, was tendenziell immer erstmal hier. Was dir nicht den richtigen, also nicht genug Einblick gibt. Du rennst dann tendenziell sehr oft einfach in die blindlings in die Gegner rein. Das ist extra stark? Ja, es ist extra stark. Ein CD habt ihr noch? Also bei uns nicht so. Aber. Ja, es. Ich glaube, es ist auch sehr unterschiedlich, was irgendwo cool und nicht so cool war. Ah, okay, hier war tatsächlich mal wieder ein Safe-Raum. Und wir wollten uns eigentlich auch noch diese eine VHS angucken. Irgendwo noch mal eine hier, die da. Ich kann ja mal schauen, was wir so Schönes finden. Wo es auch nicht so schlimm ist, wenn man das nur ab und zu mal spielt. Du bist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich, echt? Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das fertigzustellen. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich! Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Ja. Also die Diddles von Holger Kreimer, ja, ich habe das Video gesehen. Habe ich aber auch so gedacht, oh Gott. Ja gut, ich so denke mir halt so, ja, sollen die Leute halt machen, was sie wollen, aber es war schon echt befremdlich. So, natürlich, das verbreitet sich, dann explodiere ich. Da gibt es irgendeine tolle Kombination.
man wahrscheinlich irgendwo erstmal finden muss. Man merkt ja schon, es läuft hier aus und dann jage ich mich gleich selbst in die Luft. Achso, hier wird die Kerze immer ausgemacht, das heißt, ich muss sie hier dann anzünden. Also ich muss sagen, der Kuchen sieht richtig gut aus. Ja, toll, ne? Hm. Ich da auch, finde ich. Ich frag ihn doch selber. Was tust du jetzt da? Achso, willst du jetzt die Kerze daran anzünden? Ob das eine gute Idee ist? Was ist denn das? Geht doch. Weiß ich nicht, es ist halt schwarz-weiß, aber es sieht für mich aus wie ein Bett. Das wird hier gerade total grisselig. Ich muss mal neu laden hier. Sieht halt also grisselig aus. Aber nee, du warst gerade auch grisselig. Ach so, ja, okay. Ich kann dir das auch wieder im Discord freigeben. Dann. Das ist ja super. Aber Resident Evil. Habe ich sogar Ton? Yay! Hallo, super freundlich. Aber nicht das Gas anlassen hier. Kann gar nicht anders, als es anzulassen. Ich sehe es schon kommen, wir werden hier wahrscheinlich gleich explodieren. Ja. Und dann probieren wir es halt so oft, bis wir genau wissen, was zu tun. So wie bei Maniac Man. Echt widerlich. Ja. Nein. Diese Brühe. Verschmutztes Fernrohr. Warum ist das denn verschmutzt? Woher wusstest du denn, dass das da drin ist? Ich hab einfach gesehen, dass man da F drücken kann. Ach so, okay. Was denn damit machen? Ah. Da sieht man ja richtig viel durch. Ja, kacke. Meine. Ja, hoffentlich nicht. Was sonst? Das war ein Klo. Oder sonst irgendein Schlamm. Genau, unrealistisch. Müsste frisch poliert sein. Okay, Wasser haben wir hier eigentlich. Ich kann das. Aber hier geht immer die. Ah, jetzt wird's sauber. Okay. Weiß nur nicht genau, was ich jetzt damit soll. Okay, hier. Also hier kann man auf jeden Fall die Kerze an. Okay, da kommen wir nicht rein, weil da werden wir mal abgeduscht. Hier. Ja, okay, da muss man wahrscheinlich diesen. War ich auch so kalt? Ja, 9 Grad gerade. Ja, der Herbst, oder fast schon der Winter, hat Einzug gehalten. Wäre lieber auf den Kanaren. Kommt mir gar nicht so lange vor, dass es irgendwie hier diese fast 40 Grad hatte. Es ist ja auch eigentlich gar nicht so lange her. Wenn du überlegst, wenn du mittags draußen bist oder so Nachmittag, da sind es ja auch immer noch fast 20 Grad. Ja, das stimmt. Es ist ja nur nachts so kühl. Toll.
Ist doch schon happy. Muss doch schon gut sein. Okay, jetzt habe ich einen Ballon. Was soll ich denn mit dem Scheiß... Ach, hier. Wahrscheinlich ist das Gas. Ach, Quatsch. Oh, jetzt jagst du dich echt gleich in die Luft, du. Ich muss das tun. Ja, du musst das tun, ist klar. So, das kann ich, den kann ich nur untersuchen. Den Herd kann ich auf jeden Fall nicht nochmal wieder ausmachen. Ach so, ich glaube, ich habe die Bedienung falsch gemacht. Man muss das, erst F drücken. Die Scheiße war episch. Sag ich doch, du jagst dich gleich in die Luft hier. Oder haust dir Nägel. Du sollst hier nicht hier Jesus spielen, bitte. Ja, ramm dir einen Federkiel in den. Naja. Der arme Pansy. Kannst du mit deinem Pansy einen Blutenbrief schreiben? Was denn? Nicht? Sieht nach einer billigen Nachbildung aus. Der gehört bestimmt dem hier. Ich sag doch Ihnen Pansy. Der arme Pansy ist jetzt hier abgeschossen worden. Kann ihn nicht richtig halten. Ach so, weil ein Finger fehlt. Ist das die Leiche von Iron Man? Nee? Ach nee, das müsste weiter oben sitzen. Ja, stimmt, ja. Was hat er denn da im Bauch? Was ist das denn? Ist das ein Motorstück? Nee. Oder was ist das? Ist nicht. Weiß nicht. Ein Wappen, das, ich weiß, es so, sieht, okay, sieht so ein bisschen danach aus. Achso, genau, man kann ja durch das Fernrohr gucken. Achso, es ist eher ein negatives. Nee, warte mal, das ändert überhaupt nichts an der Größendarstellung. Ja, ändert gar nichts. Okay, wenn das nichts ändert, dann muss es ja irgendeinen anderen Effekt haben. Irgendwas muss doch dieses Fernglas, Fernrohr bringen. Ah! Der Galgen, den. Weiß ich nicht, das Ding mit dem Vögelchen drauf und ein Fötus. Der Fötus. Die Lache ist schon bis hier hinten gekommen. Ich bin nicht zu langsam, aber naja. Das da. Und der Fötus. Das ist eine Kombination. Das ist ja wie bei. Also, wenn du solche Sachen Spaß machen, musst du unbedingt mal die Rusty Lake Spiele ausprobieren. Ja, ich hab auch. Deswegen habe ich auch gedacht, dass dieses The Room eigentlich auch cool wäre. Weil ich gedacht habe, so, dann ist das bestimmt. Das ist bestimmt irgendwie ganz, ganz cool mit. Mit Rätseln und so. Eigentlich finde ich das cool. Ich mag das. Letzte Woche Donkey Kong S. Oh Gott, da bin ich richtig schlecht drin. Also Donkey Kong könnten wir das mal wirklich spielen. Aber das zieh ich nicht durch. Wir können das mal einfach für einen Stream lang spielen oder so. Aber das ziehe ich nicht durch. Andere Kombination, die wir noch brauchen. Hat an.
Ah, man könnte sie unter... Ah, der Puppenfinger. Eigentlich nur noch dieses Teil, was da in der Mitte ist. Der Aufziehschlüssel. Ach, was? Kann ich das nochmal machen? Fernrohr haben wir auch schon. Haben die das auch noch geklaut? Verdammt, ich kann sie retten. Okay, aber irgendwas muss er der Mist gebracht haben jetzt. Irgendwie. Von hier. Die anderes jetzt. Aha, also eben hat er das ja noch abgelehnt. Man muss es ja hier irgendwo einen Hinweis gegeben haben, was man da abschreiben soll. Ach so, er soll... Na toll. Für die ganz Doofen. Er hat es mir ja sogar auf den Arm geschrieben. Aha. Die lag aber auch schon ein bisschen vorne hin. Vielleicht zündet man sich dann sowieso gleich damit an. Okay, irgendwo müssen ja diese... Was ist da vorne? Und ich hab's nur übersehen. Geil. Was denn? Gibt's so ein Bügelpaar-Ding von diesen verschiedenen One-Piece-Schnecken. Oder von... Bille, bille, bille. Brauchen wir eigentlich auch noch als Sound irgendwie? Ja, das fehlt noch. Auf jeden Fall. Ja. Happy birthday to you. You have a happy, happy.
Warum war mir das klar? Und dann das ganze Öl drumrum. Ja, natürlich. Nur schön abfackeln. Diese Leute. Das soll schon schief gehen. Ach, ich fackel hier mal ein bisschen mit der Katze rum. Happy Birthday! Beachte ich, dass der Rekorder das ausgehalten hat. Also. Wenn das ist immerhin mit Dingens hier, mit VHS, das. Müssten die doch wegschmelzen. Ja. Irgendwie schon. Anscheinend irgendwie auch nicht. Langschlüssel brauchen wir jetzt gerade nicht dabei haben. Sortieren. Jetzt wieder von vorne. Ja, also das war eben so eine Art Rückblende. Das ist halt auch echt, ich habe echt nicht viel Munition dabei. Beziehungsweise diese blöde Chemikalie, davon habe ich einfach nicht genug. Ich habe noch eine starke, aber eine normale habe ich nicht mehr. Und dieses hier, das könnte man mit dem Spaltmittel, da könnte man die Chemikalie rauslösen und nochmal damit hier mit Schießpulver zusammen. Kann man damit zumindest noch mal wieder ein bisschen Munition herstellen. Es gibt übrigens auch Zurück in die Zukunft 3 für Sega. Aber eigentlich die Idee mit Super Nintendo finde ich ganz cool. Da können wir mal hier die ganze Hardware und den Upscaler und so alles mal Test laufen lassen. Richtig auf Original-Hardware zocken wir dann. Besserte. Da ist noch der eine Schuss, der übrig ist. Der normale Wechsel. Okay, wir haben noch 10 jetzt. Ja gut, die haben wir ja eben gemacht. Okay. Wir speichern mal auf dem anderen. Das war bevor wir die Gegner platt gemacht hatten. Das hier war danach. Dann das heben wir uns mal auf, falls wir irgendwo uns komplett verrannt haben. Was meinst du, Raubkopier? Ich meinte damit, dass wir auf Original-Hardware spielen können. Ich finde eigentlich so gerade Retro-Spiele am coolsten, wenn man sie richtig auf Original-Hardware spielen kann. Nur meistens geht es einfach nicht und dann spielt man auf Emulator. Ja, ich hab noch sowas. Ich hab zwar nicht jedes Spiel, aber ich hab zumindest die Original-Hardware noch. Das Ding ist, es ist ja heute eigentlich relativ legitim, wenn du sowas wie NES oder SNES auf Emulator spielst.
Achso, auf Anlegen. Ne, wir haben ja gerade gespeichert, da können wir auch gucken. Oh. Also Originale habe ich natürlich auch noch, aber denkt natürlich nicht so extrem viele, das ist klar. So, irgendwo muss das ja auch hin und die alten Spiele, die sind leider halt auch selten wirklich günstig. Und wenn du sie dir kaufst, also so, sag ich mal, auf dem Flohmarkt wollen sie total lächerliche Preise dafür haben. Also das, da denkst du ja auch so, das Geld, das seht ihr nie für dieses Spiel. Aber die glauben halt ja, ich habe hier noch ein altes Spiel, das muss doch mindestens 100 Euro wert sein. So kommen sie dir dann. Okay, da kommt noch eine Autobatterie. Ah, explodieren wir oder explodieren wir nicht? Wir explodieren. Ah, wir explodieren nicht. Ach, schade. Wahrscheinlich gibt es wieder irgendeinen Trick, wie bei den Mimics, dass man das von außen sieht, ob das eine Explosivkiste ist oder nicht. Kommt auf das Spiel an. Weiß nicht, also sieht halt irgendwie harmlos aus, aber man weiß es ja nicht. Da also gar nicht runterspringen müssen. Okay, da ist die Batterie. Da sind gefühlt sehr viele Tapes drumrum, um diese Box da vorne. Da vorne auch. Ich glaube, irgendeine von denen explodiert. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Schlau. Okay, jetzt wissen wir's. Cheater. Das einfach nochmal neu. So. Ja. Ich bin halt ein Noob. Ich kann mir das dann zurechtbiegen. Schlimm, ey. Kann im Spiel. Ja, man kann. Also, das finde ich, ist eine von den Sachen, die ich ein bisschen doof finde. Das war aber auch schon immer so bei Resident Evil. Also, solange ich denken kann, zumindest. Du hattest halt nur diese blöden Kräuter da. Hey, guck mal, das ist ja die Rückseite. Ja, also, du hattest halt diese grünen Kräuter und mit denen kannst du dich dann heilen. Und, da konntest du damals noch, ich glaube, waren das gelb? Ich glaube, irgendwie ein gelbes Kraut mit einem grünen kombinieren. Dann hast du halt mehr geheilt. Das war so auch damals schon die Mechanik, aber ja, das Problem bei Resident Evil war immer schon, dass du halt sehr beschränkte Mittel hast, ne? Also wenig Munition, wenig Heilung. Und vor allem, damals war das auch noch so, im Gegensatz zu dem jetzigen Spiel, hast du früher auch noch begrenzte Anzahl an Speichervorgängen gehabt. Du hast jedes Mal du bist an eine Schreibmaschine gegangen und hast jedes Mal ein Farbband verbraucht. Das war auch nervig. Ja, ein Farbband, also das ist ja eigentlich so ursprünglich gewesen, dass man diese Rollen hat, also eine Rolle hat wie so eine Farbrolle, die hast dann so reingemacht, dann ging das Farbband so da so unten so lang und dann hat die Schreibmaschine durch das Farbband gestanzt sozusagen und
Boah, Alter, wie gemein. Okay, also normalerweise mache ich das 5 Minuten, aber dadurch, dass das Spiel sich ein bisschen länger zieht, müssen wir irgendwie da angemessene 5 Minuten finden. Ich mache mir mal einen Counter an hier. Jetzt ist wird eh gerade ein bisschen gebastelt, also. Okay, was hat das jetzt gebracht? Ladies and Gentlemen, Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheunenkampf! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben vergessen! Du mich auch! Ohne Reload ist es ein bisschen schwierig, muss man sagen. Weil er läuft halt auch echt langsam. Ich hoffe, du bist jetzt stolz auf mich. Ich hab's eisern durchgezogen. Gib mir Mühe. Jetzt darf ich aber wieder. Das ist noch nicht schwer genug, wer hier. Aber es stimmt halt, dass bis Resident Evil 3... Ah, stimmt, bei Resident Evil 4 brauchte man die auch nicht mehr, ne? Ja, jedenfalls war das auch mit den Farbbändern super schlecht. Also ist super schlecht. Also mich hat's genervt. Als nächster dran. Mal im Schrank. Hier? In dem Schrank? Ja. Hier irgendwie Geräusche gehört. Welche Bücher da sind.
man die... Ach, das sind bestimmt richtige Bücher. Sieht jedenfalls alles sehr danach aus. Ganz toll. Ah, das war der Counter, also die 5-Minuten-Grenze, dass das Reloaden angeht. Ich glaube, das war nur rein Interesse halber. Die 9. Münze. Gamefuck nicht. Hast du noch genug Punkte? Weil eigentlich sollte das gehen. Ah, hier, guck mal, da hat's funktioniert. Ich muss noch mal ganz kurz schauen, wer jetzt irgendwie mal unsere... dass wir mal einen guten Save-Point erwischen. Ob wir noch mal kurz rausgehen, um zu speichern, was besser wäre. Wir machen erstmal Random Game Fact hier. So. Was ist das? Ah ja, genau. Der Funksender K109 aus GTA 4 wird von Karl Lagerfeld moderiert. Ach, jetzt sind wir sogar durch die erste Kategorie durch. Oder was war denn die erste Kategorie? Jetzt müssen wir gucken. Breaking News. Ah, okay. Das war jetzt die Kategorie Breaking News. Es gibt in dem Buch noch... genau. Es gibt Breaking News, Hyruler Weisheiten und Taschenmonster, vom Reiskocher in die Spielewelt, aus dem Pilzkönigreich, Buntes Allerlei 1... Blauer Igel in Sicht, mehr als Klempnerei, gegen das Gesetz, graue Vorzeit und buntes Allerlei 2. Das sind die Kategorien. Also wir haben schon, wir sind jetzt bei 95 von, wie viel sind es? 555. Also, ja, das ist auch deutlich so mit Mario und Sonic und, ja. Das Ding ist, ich kann mir im Buch schlecht markieren, welche wir schon hatten und welche nicht. Deswegen suche ich mich blöde. Deswegen arbeite ich einfach uns da einfach Stück für Stück so durch, sozusagen. Oh, jetzt beim Zurücklaufen muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Nicht jetzt in eine von diesen Scheißdingern da reinlaufe. Ach, hier ist sie. An der Wand lang drücken. Ist auch einer. Der Fernsehraum. Man kommt jetzt hier auch wieder raus. Wir unsere Errungenschaft erstmal sicher nach Hause bringen. Was ja auch eigentlich ganz cool ist, dass die Kisten miteinander verbunden sind. Also kannst die Sachen in eine Kiste packen und aus der anderen rausholen. Da gab es, glaube ich, früher auch mal den erhöhten Schwierigkeitsgrad, wo das eben nicht mehr ging. Was in der einen Kiste lag, das lag halt in der Kiste. Das musstest du dann aus der richtigen Kiste wieder rausholen.
unbesiegt für alle Zeiten, ja. Ja, eigentlich offensichtlich, dass wir diese tolle Knarre da haben wollen. Da. Hat aber auch extrem wenig Munition. Aber ich glaube, wir hatten auch noch. Drei Schuss haben wir noch. Aber es ist wahrscheinlich so eine Einzelschuss. Scheiße, nee. War episch. Ja. Ja, das ist echt knapp. Also vier Schuss ist schon arg knapp. Aber gut, wir müssen ja auch nicht immer alles mitschleppen. Vielleicht lassen wir den Brenner auch mal wieder hier. Oder wollen wir den doch mitnehmen? Ah, das Mikro hatte sich wieder verabschiedet, deshalb. Irgendwie müssen wir mal gucken, dass wir das. Ich habe mich gerade gewundert, warum du mir überhaupt nicht mehr antwortest. Ja, vielleicht müssen wir dir mal das Overlay installieren. Dann kannst du, selbst wenn du in dem Spiel bist, so die Bubbles sehen. Dann merkt man, dass man irgendwie nichts mehr sagt. Ich meinte gerade unbesiegt schreibt man aber anders. Ja, das stimmt. Starke, wir haben noch verbesserte Munition, aber nur noch eine. Ja, den Brenner, den behalten wir, glaube ich, erstmal in der Tasche, aber. Und den. Haben noch eine Erste-Hilfe-Arznei. Haut mit. So, dann eigentlich bräuchten wir jetzt nochmal. Ist ja doch bald selbst online. Ja, eigentlich schon. Oh. Ihr stresst mich. Ich bin alt. Ja, ich weiß. Wir haben sogar den Granatwerfer. Weil der hat so wenig Schuss, dann muss man schon gezielt einen Boss vorhaben. Okay, Random Game Fact Nummer 1 aus Hyruler Weisheiten und Taschenmonster. Die zweite Reihe im Maskeninventar The Legend of Zelda Majora's Mask spiegelt die fünf Charaktere Fox McCloud, Falco Lombardi, Peppy Hare, Dippy Toad und Pigma Denker aus Star Fox wieder. Das wusste ich tatsächlich schon. Ich kenne die Charaktere nicht, aber gut. Ja, das sind die Star Fox-Lilith Wars Charaktere. Ja, wahrscheinlich kenne ich die halt nicht. Ne? Nee. Obwohl Falco Lombardi sagt dir bestimmt was. Weil wenn du aber ich google das mal kurz. Ja, den. Heißt das Star Fox? Ja. Also gerade der Falco, der müsste dir bekannt vorkommen. Star Fox war cool, ja. Was haben wir denn? Ah ja. Immer geil. Ja, oh, ja, ich hab dich auch immer gerne hier, super freundlich. Also. Das klingt so, als ob es jetzt nicht mehr so ist. Oder war es einfach. Ich hab auch überlegt. Mach ich irgendwas falsch?
Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Munition, oder? Oder wollen wir uns starke Munition bauen? Tatsächlich ein Fuchs, diese Prämomaske, Hasenohren, ein Frosch und ein Schwein. Das ist ja witzig. Auch noch weitere starke. Noch eine normale. Wir könnten uns noch mal... Aber wir haben nicht so viel Schießpulver. Ach, dann hast du ein ganzes Pulver verschossen. Oh. Oh. Ich glaube, ich muss den nächsten ins Bett. Aber manchmal nicht da deswegen. Also, das tun wir... Ja, das ist ja auch... gut nachvollziehbar. Scheiße. Nee, das geht nicht. Das ist echt ein bisschen nervig. Es fehlt einfach an Schwarzpulver, ne? Wir hätten jetzt hier flüssige Chemikalie. Na gut, wir könnten die nochmal nutzen, um nochmal so ein Erste-Hilfe-Zeug fertig zu machen, aber eigentlich will ich sie mir ersparen. Aber wenn ich jetzt noch verstärkte, also die starke Pistolenmunition mache, dann muss ich auf jeden Fall besser zielen. Andererseits sind die Kämpfer dann auch schneller vorbei. Na gut, andererseits, ich lade ja teilweise auch neu, wenn ich es versaue. Ja gut, okay, wir machen jetzt mal verstärkt. Wie ist das eigentlich, wenn man das Spaltmittel benutzt? Weiß man vorher, was man damit... Ah, man weiß auch vorher, was man damit erreichen wird. Ich hatte halt überlegt, ob man so Flintenmunition zerlegen kann, aber es geht gar nicht. Und man holt auch nur die Chemikalie raus und nicht das, was sonst dabei war. Okay. Ja, man könnte sich höchstens die Chemikalie wiederholen, wenn man das Spaltzeug hat. Damit könnte man aber theoretisch das Zeug zerlegen, um auch nochmal Chemikalie rauszuholen. Aber das würde mir nur Verheilung bringen. Kraut habe ich noch ein bisschen mehr hier. Aber ich brauche eigentlich mehr Munition. Es ist einfach nicht genug Munition da. Na gut. Dann belassen wir es erstmal dabei. So. Der Feuerwerk. Ah! Stimmt, ja. Wollte ich dieses Jahr eigentlich auch machen. Mal Schreckschuss. Das ist bestimmt cool. Vor allem, wenn man die entsprechenden Köpfe da hat, da gibt es ja auch welche, wo man irgendwie gleich 6 Schuss mitfeuert, dann... Also sonst einzelne finde ich fast ein bisschen öde. Gibt es auch Leuchtspurmunition und Lotus und Zeug? Ja, ja, genau. Überschreib mal eins von den älteren Safe Games hier. Dann gucken wir uns mal wieder im Haus um da. Weiter habe ich den 6er welche. Ja, ich hab halt auch schon überlegt. Letztes Jahr habe ich danach geguckt, aber dann war es zu kurzfristig. Das hätte sich nicht mehr gelohnt. Aber ich habe da auch ein bisschen geguckt, was man da so nehmen kann. Ich glaube, du hattest mir sogar ein paar empfohlen. Da war ich teilweise echt drauf und dran, mir dann tatsächlich mal eine zu holen. War am Ende aber zu kurzfristig, denn das wäre so übers Knie gebrochen. Das mag ich nicht, sowas. Also wenn ich mir jetzt eine holen würde, dann auch auf jeden Fall auch so ein 5er oder ein 6er Becher dazu. Ist ja auch abhängig vom Modell. Bei manchen gibt's sowas, bei manchen nicht. Der Plus hat 2. Ich weiß gar nicht, ich will einfach Disney Plus auch irgendwie gar nicht so unterstützen. Ich finde das nervig, dass jeder seinen eigenen Streaming-Dienst aufmacht.
Ja, ist wahrscheinlich wieder diese Kategorie leider geil, ne? Aber der andere Safe-Raum wäre auch nicht viel weiter gewesen. Nah aneinander? Ach so, ja, natürlich, das ist ja der Raumbereich, wo wir hergekommen sind. Dann kann man hier unten durch. Das war aber jetzt auch überall. Es muss ja hier irgendwas geben, was wir irgendwie noch übersehen haben. Material fürs Serum von Lukas erhalten. Das war auch One Way, okay. Hätten wir jetzt irgendwie schlau werden müssen und die Kombination wissen müssen? Oh Mann, ich bin blöd. Ich greif's jetzt erst, das stand doch hier drauf. 1408. Ah. Und ich habe vorhin noch drüber nachgedacht, was soll mir das denn sagen? Irgendwie trotzdem nicht. Ich mag solche Schlösser da nicht. Oh, Kumpel, das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schummeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Ach, deswegen ist die Kiste hier, weil man sein Inventar leeren muss. Das, wenn ich die dabei habe. Ich würde das schon interessieren, wie viel bemerkt er. Okay, also der scheint wirklich schon sehr ins Inventar zu gucken. Nicht jetzt. Okay. Oh, nicht schlecht. Mir ist alles ein bisschen bekannt vor. Aber in Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Karte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan, Wortwahl bitte. Wir haben Kinder im Gebäude, irgendwo, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also Massengeschmack kann ich dir sehr empfehlen. Das haben wir ja auch, also das ist echt gut.
Also gerade, also gut, ich mal einfach mal gucken, ob die alten Sachen wieder auf uns. Galgen. Vögelchen. Und der Fiddle. Dann musste man den Herd anmachen. Oh, das Gas ist aus. Ah, jetzt. Also das Massengeschmack-Abo haben wir auch. Wir laden uns eigentlich auch immer die Sachen im Vorfeld runter. Da kann man sich halt von zu Hause angucken. Aber das ist halt, das finde ich halt auch ein super Deal. Also das finde ich gut, dass sie das halt auch anbieten. Da müssen wir... Katze anmachen. Vor allem, das Ding ist ja auch, du hast dein Abo und du hast ja durch das Abo auch ganz schön viel Zeug, was du dir dann angucken kannst. Also auch hier zum Beispiel Presseschlau und sowas. Also Presseschlau finde ich total gut. Oder halt auch die alten Sachen hier, Netzprediger und sowas. Da keine App. Nee, haben sie noch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Das finde ich ist auch ein Riesenversäumnis eigentlich. Das ist echt schade. Kann ich jetzt nicht abhauen? Geht's genauso wie in dem Video. Mist, 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 Mist! Hey, der Video hat Scheiße, Scheiße, Scheiße gesagt. Das hätten wir wahrscheinlich irgendwie anders lösen müssen. Ja, also ich glaube einfach, dass die nicht die Kapazitäten haben, eine App zu machen. Wir ersparen uns aber hier auch einiges. Dass wir zum Beispiel die meisten von diesen Spielchen da nicht mitmachen. Aber hier müssen wir einmal hin. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Karte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir haben Kinder. Aber das Teil, das brauchen wir eigentlich so, gar nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir haben ja die Lösung schon gesehen, durch das Video. Merkt man erst, wie wichtig das Video ist. Gott, das Vögelchen war Nummer 2. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Ich muss ja eigentlich nur das Ventil holen.
Ach. Nicht, dass das Spiel einen sieht. Moin Impact. Auch nein. Also irgendwie muss es jetzt ja einen alternativen Weg geben. Diesen Ballon brauchen wir nicht, weil wir hier ja schon das Passwort haben. Ich hier das Ding einfach nur um 5 runtergedreht. Okay, wir haben das Rädchen. Uns noch mal in die Luft. Ja, also ich habe den Eindruck, dass man... Scheiß Kerl, du solltest doch drauf gehen. Alter. Deswegen ist da ein Loch in der Wand. Leute. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ja. Nicht, wie groß die Sprengkraft ist. Okay, nicht so groß, wie man angenehm genommen hätte. Die war für dich vorgesehen, verdammt nochmal! Netter Mensch. Ja. Er hat so viel für mich vorbereitet. Ja, und du gehst einfach weg. Man kommt hier jetzt einfach wieder raus. Material fürs Serum von Lukas erhalten. Das ist die Aufgabe. Ja, das ist monatlich kündbar. Du kannst doch einfach die 2 Wochen nehmen. Also theoretisch könntest du das Abo 2 Wochen haben, alles runterladen und dann das Abo auslaufen lassen. Also dann halt nicht verlängern. Das geht auch. Das ist ja das Schöne, du kannst ja alles runterladen, von deiner Festplatte aus angucken und und dann gehst du halt wieder irgendwann. Ich meine, du kriegst halt den neuen Kram halt dann nicht, aber das brauchst du dann ja auch nicht mehr. Es sei denn, du willst dann erstmal dich wieder auf den aktuellen Stand bringen. Also das habe ich halt auch zeitweise so gemacht. Da habe ich dann irgendwie 1-2 Monate Mitgliedschaft gehabt. Gerade zu der Zeit, wo ich einfach nicht so viel Kohle hatte. Da habe ich halt einfach irgendwie 2 Monate Mitgliedschaft gehabt, habe in Ruhe alles geladen, was ich haben wollte. Und dann war ich erstmal weg. Ja, wieso? Das ist doch das ist halt das Angebot. Aber ich bin zurückgekommen. Jetzt bin ich auch schon Abonnent seit, ich weiß nicht wie lange. Schon ziemlich lange auf jeden Fall. Ich bin mir gerade nicht so richtig sicher, wo ich hin soll. Wir haben ja ein bisschen was gemacht. Vielleicht gehen wir mal kurz nochmal zum Speichern raus. Das ist ja so, das sind ja diese blöden Leichräume da. Wie weit ist denn der Safe-Raum von hier? Wir können doch nochmal den anderen. Waren, glaube ich, nicht so viele Stolperdrähte, oder? Für eine Freigabe deine Festplatte geben. Kommt man, glaube ich, gar nicht zurück. Das habt ihr aber auch gerade gesehen, ne? Dass die Tür irgendwie gerade so aufgeploppt ist. Hm.
Ich kann dir sagen, wenn du vom Maskengeschmack das Zeug runterladen willst, dann wirst du schon ein bisschen Platz brauchen. Also, und vor allem diese ganzen Daten zu sortieren, das zieht sich. Aber ich habe das halt auch alles immer gerne bei mir auf Plex. Ne? Also ich habe ja diesen Plex Media Server. Das ist halt quasi wie selbst. Ja. 260 Sauen. Lass mich doch mal ausreden, Mensch. 260 Sauen? So, erzähl weiter. Ja, ich habe ja Plex und das verdrahtet hier. Meine Güte. Erstmal zum Speichern. Ja, und jedenfalls, ich habe die Sachen da bei mir halt auf dem Server abgelegt und da gucke ich das immer auf dem Fernseher. 4 Terabyte, ich kann mal kurz nachschauen, wie viel das insgesamt ist. Beste Unterhaltung. Das ist jetzt hier Service. Mal gerade. Ich habe auch nicht alles. Das sind 4,7 Terabyte. Ich denke, ich gehe schlafen. Ja, immer gerne wieder, ne? Bist willkommen. Ja, ich versuche auch nicht zu lang zu machen. Aber so ein kleines bisschen schauen wir noch, aber wärmt euch gut. Ja, auf jeden Fall. Was meinst du, wie schön das ist, ein beheiztes Bett zu haben? War eigentlich das hier, das ist ja ein relativ guter Stand. Wir speichern das hier nochmal. Wir können natürlich das Material von da drüben auch mitnehmen jetzt, weil die Tür ja offen ist, aber ich wüsste immer noch nicht, was wir da brauchen können. Ja, natürlich gibt es sowas. Es gibt so Toppermatten, die man drunter legen kann, oder du hast ein Wasserbett. Wasserbetten sind beheizt. Sonst kannst du ja, ich meine, halt mal eine Wasserbombe auf die Haut und beweg das ein bisschen, also dass es schwappt. Und da merkst du richtig, wie das Wasser dir die Wärme aus dem Körper zieht. Und das wäre mit dem Wasserbett auch so, wenn es dich heizen würde. Wenn das Wasser irgendwie 20 Grad hat und du legst dich ins Bett, dann wird dir richtig kalt. Auch im Sommer. Also die Brennstäbe können, glaube ich, nicht durchbrennen. Ich habe noch nie erlebt sowas. Das ist ein ähnliches Konzept wie mit, war glaube ich auch ein Ballon und also ein Wasserballon, den man mit einem Feuerzeug erhitzt. Also der Ballon an sich würde platzen, aber dadurch, dass das Wasser die Wärmeleistung schneller abnimmt, als der Ballon es aufnehmen kann, deswegen passiert da nichts. So ähnlich ist das da auch. Ja, das ist ein Unterschied, ob du Wasser als Medium hast oder das einfach nur in der Sitzheizung. Also so im Auto. Bei mir ist es auch so, meine Sitzheizung, die brennt nicht durch, aber die geht nur so und so lange und dann geht die von allein wieder aus. Boah, das ist krass. Das sollte nicht passieren. Eigentlich, wenn man jetzt hier unten noch mal hingeht. Der Aufzug ist ja hochgefahren. Ach so, den kann man dann wieder nehmen. Okay.
Bin auch schön waghalsig. Ich laufe hier einfach ohne irgendwie Klamotten durch die Gegend. Das ist krass. Merkt man das denn? Also, wie schnell passiert das denn? Merkt man, dass es immer heißer und immer heißer wird? Oder wird es dann ganz plötzlich extrem viel heißer? Also die Heizkosten, die halten sich echt in Grenzen. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also du kannst da auch ein bisschen Einfluss drauf nehmen, wie viel Heizkosten das Wasser produziert. Also wenn du es quasi immer schön abdeckst, dann ist die Heizung nur alle 5 Minuten einmal für ein paar Sekunden an. Das siehst du auch. Also die haben so LEDs dran, wenn die leuchten, dann wird gerade geheizt. Und die meiste Zeit heizt der nicht. So. Oh, was hast du denn da für Horror? Augen ausgestochen und so. Oh. Ist ja wieder eine Horror-Doku angehört nebenbei. Ja, ich war gerade Zähne putzen. Ach so. Ich würde mich jetzt, glaube ich, ins Bett begeben. Jo, ich komme auch sofort. Okay. Vielleicht machen wir an der Stelle auch Feierabend. Mal gucken. Eigentlich möchte ich jetzt noch wissen, wo es weitergeht. Lieber nochmal 5 Minuten, dann. Na gut. Ach, guck mal, das. Jetzt ist hier Feuer aus. Ja. Ah. Ja, ihr auch. Endlich. Oh. Bis, Freitag oder so. Ach, guck mal, hier können wir auch speichern. Wir haben den Kopf geholt. Wenn das kein guter Savepoint ist, dann ist der Stream heute mal nicht ganz so lang. Aber ich habe auch wirklich... ich habe mich wieder auf dem Training, also beim Training komplett festgequatscht. Was habt ihr denn Stream? Ja, cool. Muss ich mit dir auch öfter mal machen. Echt, sorry. Aber meistens ist halt irgendwie das Training im Weg. Gut, aber jetzt haben wir gespeichert, dann machen wir jetzt hier einen schönen Feierabend. Das ist ein guter Punkt, wir haben jetzt diesen Kopf gefunden. Die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Jetzt müssen wir dieses Serum machen. Das ist der Punkt, wo wir nächstes Mal weitermachen. Aber nächste Woche werden wir wahrscheinlich dann erstmal, wie gefragt wurde, wahrscheinlich ein kleines SNES-Ründchen veranstalten. Mal gucken, ob ich dann auch noch Bock drauf habe, aber ich denke schon. Machen wir einen schönen Retro-Abend dazwischen. Batman. Und danach geht's weiter mit Batman. Nee, mit Resident Evil. Bist im falschen. Gut, dann wünsche ich allen eine angenehme, geruhsame Nacht, eine schöne Restwoche. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Genau. Ciao, ciao.